So, hallo an alle zur nächsten Folge des Megaprojektes. Wir waren dabei, ein bisschen Kohle zu sammeln, weil wir brauchen so viel für die Solarpanels. So wahnsinnig viel. Und deshalb, ja, werden wir jetzt gerade ein klein wenig Kohle sammeln. Mit einem Diamond Drill mit Glück 3 soll es natürlich auch etwas schneller gehen. Seht ihr jetzt hier, wir haben jetzt schon ja, fast 2 Stacks ganz, ganz schnell gesammelt. Und ja, einfach alles durchgehen und Kohle einsacken, wo es nur geht, die jemand liegen gelassen hat oder die keiner braucht oder so. Oder Redstone unter anderem auch, insofern es nicht verbrennt. Muss man echt aufpassen. Wie gesagt, ich bin nur wegen Kohle hier und Redstone, alles andere ist egal. Okay, Dias würde ich auch mitnehmen, die ist nicht so, dass sie liegen lassen wird, aber ihr wisst, was ich meine. So. Vorteil ist halt, wir können hier ein bisschen schneller durchjumpen, sprinten, was auch immer. Ich war irgendwie noch ein Höhlenteil, soweit ich weiß, genau. Skelett verbrennt jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich sowas überhaupt mitnehme, wie Saphire oder Emeralds oder was auch immer. Die sind doch so arg, so viele und unnötig und ich brauche die alle gar nicht. Ich habe doch Stacks von diesen Saphiren hier noch irgendwo rumliegen. Ich weiß gar nicht, wofür ich die brauchen soll. Ich brauche sie nicht. Könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Verschenke ich. Gibt gratis. Da oben ist irgendwas auch noch, sehe ich gerade. Wow! Mehr. Meine Güte. Hier ist die Party aber echt am Steppen. Ja, da guckst du, hä? Da guckst du. Jetzt ist er runtergefallen. Jetzt ist das Skelett auch noch runtergefallen. Und noch so ein anderes Skelett. Zu viele Mobs. Ich hoffe nur hier ein bisschen Kohle abgreifen zu können. Mehr will ich doch gar nicht. Naja, Kohle hier, das wollen sie alle. Das wollen sie alle. Was denn, Kohle braucht man halt. Braucht man überall. Ich war letzte Folge nämlich stehen geblieben. Bei dem Thema. Wie es einfach ist. Mit den Kommentaren oder wie man allgemein zu YouTube steht. Wie man eine persönliche Bindung vielleicht auch zum Videoersteller aufbaut. Weil das ist in der Zeit oft, dass mal passiert. Kann man auch schon mal persönliche Nachrichten, sag ich jetzt mal rein, per PN oder so. Nur die, ich weiß nicht, ich fühle mich dafür nicht professionell genug, um dafür zuständig zu sein, in Anführungszeichen. Was soll ich groß sagen, wenn halt jemand Probleme zum Beispiel in echt hat? Ich bin dazu nicht ausgebildet, irgendeine Seelsorge zu leisten oder sowas in der Art. Ich weiß nicht grob, was ich euch machen kann und ich weiß auch nicht, ob Ratschläge, die ich machen würde, dann für alle richtig sind. So ist ja auch nicht, ne? Also, ich versuche mich dann ein klein wenig auch zurückzuhalten, auch wenn es mir leid tut. Aber ich habe mehr Angst, dann irgendwas falsch zu machen, wenn ich irgendwas sage, als dann zu helfen. Also von daher halte ich mich dann eigentlich meistens lieber zurück, wenn mal so eine persönliche PN oder so reinkommt. Im Prinzip ist es ja so, ihr kennt mich ja alle. Also, ja, gut für Videos. Ihr verbringt viel Zeit mit mir, sag ich mal so. Also wenn ihr die Videos aktiv schaut, dann verbringt ihr viel Zeit mit mir. Aber ich verbringe nicht viel Zeit mit euch, weil ich das ja anderweitig mache. Also ihr seht ja Videos, die verbringen, ich mache ein Video. Was halt ganz, ganz, ganz viele Leute sehen, von diesem Let's Play-Format hier von Megaprojekt, sind das teilweise 20.000 pro Tag. Also insgesamt, 20.000 pro Folge und insgesamt 40.000 eigentlich pro Tag. Da sind ja mal 2 Parts. Und das ist halt eine etwas andere Situation sozusagen. Das kann man nicht übertragen. Also ich könnte jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich euch kenne, weil ich höre euch ja nicht zu. So wie ihr mir zuhört zum Beispiel nicht kennen werdet, nach dem Zeichen. Das ist eine ziemlich komische Situation hier. Ja. Was soll man groß noch zu sagen? So ist es halt. Und, wie gesagt, da weiß man manchmal nicht, wie man reagieren soll, wenn halt jemand mit einer anderen PN, der etwas anderen Art kommt, in Anführungszeichen. Es ist schon ein gewisses interessantes Hobby. YouTube hat vielleicht nicht jeder in dem Format, dass viele Zuschauer dabei sind, zuschauen, das ist klar. Aber ich weiß teilweise selbst dann auch nicht, wie ich mit umgehen soll. Ne? Das ist ja schon irgendwie auch Verantwortung. Ich könnte jetzt sagen, hier, pass mal auf, ich habe mir heute hier das und das gekauft. Das ist voll cool. Bin damit äußerst zufrieden. Und schon habe ich insgesamt bestimmt, keine Ahnung, ein paar hundert Leute dazu einen Tipp gegeben. Hier, was heißt Tipp? Ist ja okay. Oder praktisch inoffiziell Werbung gemacht. Das ist ja schon wieder, hat schon wieder so einen manipulativen Charakter. Hey, der hat gesagt, das und das ist cool. Und so, dann will ich das auch haben. Und... Boah, Alter, ich muss echt aufpassen.
Dich muss ich aufpassen. Und dann heißt das ja im Klartext, das ist sowas wie, keine Ahnung. Also schwer zu beschreiben, aber ich sag mal so, you know what I mean. Du weißt schon, wie ich das ausdrücken will. Denke ich mal schon, dass es einigermaßen verständlich ist. Geht's hier noch weiter? Ich glaube nicht. Die Turtle hat gesagt, hier ist Ende. Die Kohle würde ich gerne mitnehmen, aber nee, ich bin fair. Ich bin fair. Die Turtle gehört denjenigen, der da drin ist, und alles, was hier übrig gelassen wurde, das ist frei zur Verfügung. Also hier, das darf ich mir nehmen. Aber was in der Turtle drin ist, das ist noch der entsprechenden Person. Auch wenn ich es nehmen dürfte, theoretisch. Ich mach's aber nicht. Die gehört dem, was da drin ist. Ja. Das heißt, wenn angenommene Quarry hat ein Gebiet ausgebaut, dann würde ich die Sachen, die Erze, weil das ja nicht in der Stadt ist, nehmen, die am Rand von der Quarry sind, die freigelegt hat. Aber nicht das, was in der Quarry drin ist, zum Beispiel. Das würde ich dann zum Beispiel auch da lassen. Hier ist irgendwie voll das Durcheinander, ey. Zauberstab, Zauberstab, Zauberstab. Einmal durchwechseln. Okay. Ja, so würde ich es halt machen. Pralalala. Das Zeug mir auch einfach eingesackt jetzt gerade nochmal. Und irgendwie ist die Kohle jetzt schon wieder alle. Aber ich brauche bald wieder wahrscheinlich neues Lapis. Und alles, was an Lapis da ist, wird mitgenommen. Für MFSU, Laprotron, Crystal und so weiter und so fort. Eingesackt, gleich schon mal 36 Stück wieder. Das ist schon mal ein bisschen was. Naja, also ich glaube, so grob bin ich hier dann auch schon wieder durch. So vielleicht. Noch was an Ressourcen. Ja, Reds und ein paar Stacks, aber komm, scheiß drauf. Ich brauche halt jetzt hier erstmal das wichtigste, Kohle, die alle durchmesserated werden soll. Und das über der Lava, da bin ich zu faul, mir die zu holen. Ja, das finde ich so am sinnvollsten. Und dann gehe ich doch nochmal hier ein kleines Stückchen weiter durch. Hier war ich ja schon. Dann gibt es hier den anderen Gang nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Also ich glaube, ich war in allen drei schon drin, für Diamanten, aber nicht für alle Ressourcen, also auch Kohle. Ich glaube, da habe ich was bestimmt übersehen. Zum Beispiel hier. Aber was heißt übersehen? Bestimmt liegen gelassen, weil der Drill kaputt war. Diesmal habe ich ja Lapack dabei, kann mir wieder neu aufladen. Sorry, wenn es gerade zu dunkel ist, versucht es auf Vollbild oder auf dem PC zu schauen. PC geht Vollbild eigentlich immer, kann man auch sehen, wenn es so ganz dunkel ist. Ich würde sowieso zum Videoschauen eigentlich PC bevorzugen. Es sei denn, es geht nicht anders. Ist angenehmer. Also Bildschirm zum Beispiel vom Mobilgerät ist einfach viel zu klein. Also das kann man machen, wenn man im Bus sitzt zum Beispiel oder so, das wird gehen. Kopfhörer oder so, kann man auch Videos allgemein schauen. Aber zu Hause würde ich eigentlich einen PC nehmen. Ist meistens immer günstiger. So, und hier. Achso, gut, hier ist die andere Turtle noch. Da sind auch noch Kohle drin. Nein, nein, will ich nicht. An der Seite haben wir aber noch was. Redstone. Auch wenn Kohle wichtiger ist. Hier ist aber nichts mehr. Nö. No. Ich habe noch irgendwo eine Spalte gehabt, die ich noch nicht ganz genau erforscht habe. Da könnte auch noch was drin sein. Es könnte noch was drin sein. Aber hier kann ich nicht durch im Moment gerade. Weil, naja, ist ein bisschen eng gerade, ein bisschen feurig die Angelegenheit. Blitzen wir gerade mal an der Seite ein bisschen vorbei. Und dann, wo geht's denn runter am besten? Ist noch Kohle? Ha, erschreck mich nicht. Ja, ich weiß, ich könnte Zauberstab nicht machen. Das ist immer blöd, weiß ich auch nicht, irgendwie mit dem Zauberstab auf Nahkampf. Ich hätte dann meistens manchmal doch lieber ein Schwert. So, dann hier. War ich aber dann auch teilweise. Wo geht's denn hier am besten nochmal raus? Ich hätte doch hier irgendwo einen Ansatz gehabt. Ich glaube hier, genau, hier könnte ich runtergehen. Bin ich auch das letzte Mal schon runter. Durch meine Gänge. Ich weiß noch, irgendwo in einer Richtung hier war eine Spalte. Hat Spalte gesagt. Wo man nochmal reinschauen könnte eventuell. Habe ich auch noch Obsidian übrig gelassen, glaube ich. Ein paar Erze hier kommen. Mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Cool wäre es, wenn man noch mehr als Glück 3 hinkriegen würde. Ich meine, es ist schon extrem, auch für Diamanten und so, aber noch mehr als Glück 3 fände ich zum Beispiel sinnvoll für ganz einfach solche massigen Kohle-Teile, aber es soll schon eine Schwierigkeit dabei sein, sich halt das Array zu machen, aber naja, naja.
Aber das ist machen. Dann kocht's richtig. So, hier hatte ich Diamanten nochmal rausgesucht gehabt, das weiß ich noch. Also, weil der Gang so etwas länger war, kann man schön durch die Wand gucken immer. Creeper mitten im Flur. Wo steht ein Creeper auf dem Flur? Dadurch? Nein. Eventuell nochmal ganz hinten versuchen, dann links abbiegen. Geradeaus durch und hier hinten dann in diese Schlucht rein, falls das denn möglich ist. Und das Problem ist halt immer mit dem Sprinten und weil da Löcher am Boden sind, dass man mal gegen die Wand läuft und so. Dann steckt man da meistens ab und zu mal... Ach Gott, ich vergesse das jedes Mal. Ja, ich vergesse das einfach nur jedes Mal. Hier hinten können wir jetzt zum Beispiel hochfliegen. Und mal gucken, ob hier noch irgendwo Kohle zu finden ist. Bestimmt. Ja, bestimmt noch massig Kohle. Aber es wird auch nur diese Folge beim Kohlesammeln bleiben. Wir können dann sofort wieder weiter craften und so weiter und so fort. Und dann, ich schätze mal, wir brauchen noch 3 bis 4 Folgen oder so. Dann müssen wir eigentlich alles zusammen haben. Und dann, ja, rockt die Bude. War hier nicht irgendwo ein Dungeon? Wegen, Cobblestone? Nein, Wasser war hier. Okay. Ich hatte das nochmal zugebaut, anscheinend bin ich mal hochgeflogen. Die habe ich nämlich Obsidian gefarmt, das weiß ich noch. Was sagt dir das Teil? Nicht mehr viel Platz. So schlecht. Aber die Folge, ja doch, ja. Diese Folge wird jetzt die Farmfolge beendet. Ja. Schwupps. Sand wieder abgesetzt. Da geht's, da drüben geht es jetzt gleich raus. Dumm ist noch Gold, aber kommt wegen dem bisschen Gold da. Reich jetzt nicht hinterher. Nochmal Kohle. Ach ja, ach ja, ach ja. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ist gut. Ja, ich beeil mich. Ich beende das Ganze hier. Was sagt die Anlage? Bisschen was fehlt noch. Maceraten wir einfach mal die Stacks hier durch. Oh, wir sind schon wieder Level 30. Moment mal, wir könnten wieder versuchen, einen neuen Zauberstab zu verzaubern. Können wir mal versuchen, den Rand of Eagle Trade zu verzaubern und Charging drauf zu kriegen. Das wäre doch mal was. Ich bezweifle zwar, dass es funktioniert, weil dann... ich sage... ich kann genauso gut sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Aber Problem ist halt, bei mir funktionieren die meistens nicht. Tja, woran das so liegt. Inkompetenz, meine Freunde, Inkompetenz. So, dann hier entlang und dann mal diese Schlaglöcher am Boden. Dadurch, hier vorne war noch ein Creeper, aber ich glaube, der ist despawned in der Zwischenzeit. Immer dann, wenn eine Lücke im Boden kommt, muss ich mit dem Jetpack kurz fliegen, mich dann wieder hinsetzen. Okay, und dann links. Nein, oh, zu weit schon. Nein, zu weit schon. Hier jetzt rechts abbiegen. Biegen Sie rechts ab. Und dann, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Okay, zumindest fast. Fast muss noch raus. Aber das sollte das kleinere Übel sein. Irgendwann müsste ich auch hier oben runterkommen mit meiner Mining Turtle. Oder die müsste ich nach hier unten durchbuddeln. Auch schnell durchfliegen. Was sagt Jetpack? Okay, ist noch haltbar. Schön. Habe ich nicht so arg verbraucht. So, einmal durchfliegen. Kompletto. Wir haben es geschafft. Okay, nicht ganz. Ja, ich mache es so schön. Mal kurz Törtelchen. Ah, es fährt gerade zurück. Was hast du denn abzugeben? Ein bisschen was. Ja, die Kiste ist mal wieder voll. Und ich mache mal kurz hier wieder das da. Und den und den und den und den und den und den. Den und den. Übrigens kann auch das hier machen. Raus, raus, raus. Wo du wieder neu nachfüllen kannst. Und zwar das sinnvolle Zeug. 41 Kopper. Bin auch bald wieder durchmesserated. Aber nicht jetzt. Weil jetzt kommt die Kohle erstmal dran. So. Also, werte Kohle, ich würde gerne sie einmal durchheizen. Das heißt, das und das und das und das und das. Der Kopfzone dafür kommt raus. Starten wir jetzt bei 0 oder? Ne, mittendrin irgendwo. Naja. Könnte schlimmer sein. Oder besser sein. Irgendwie, ach, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, jetzt wird es aber schneller, schneller. 1000 RPM. 1300. 1500.
Ich guck mal, wo sich's einpendelt. Dann werde ich die Teile ergänzen nochmal, die Overclock-Upgrades. Geht's wieder schneller? Das ist ein bisschen sowas dann undurchsichtig. Was man jetzt, wann man was reintun sollte und wann nicht. 3700. Jetzt geht's aber verhältnismäßig schnell. Ich muss hinkriegen, dass es so schnell durchgeheizt wird, dass kein Stau entsteht. 4600. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6000. Ich versuch's einfach mal so hoch zu jockeln, wie es geht. Ich glaube, das dauert jetzt mal, bis es auf der RPM ist und dann geht der Strom wieder hoch. Also jetzt fehlt hier gerade Strom, frisst gerade extrem Leistung. 10.000. 10.500, jetzt geht der Strom wieder hoch. Müsste gleich 11.000 sein, denke ich mal. Ja, geht der Strom wieder hoch. 11.500. Komm schon, gib Gas. Grenzwertig. Grenzwertig. Naja, jedenfalls haben wir erstmal die RPM-Zahl hochgehauen. Hier sollte jetzt das Zeug reingefüllt werden. Die Shards werden jetzt oben gleich nochmal wieder in die Kiste umgelagert. So, und zwar hier oben in die schöne Magiekiste. Plus der auch noch. Slap-Hack. Ja, komm lass mal wieder raus. Ich wollte es im Endeffekt nochmal aufladen, aber... Was ich aufladen kann auf jeden Fall, ist erstmal hier der Mining Drill. Geht auch relativ zügig. Und, jo, Redstone kann ich raustun gleich. Hier kommt das raus und das raus. Das Gold müssen wir maceraten. Tue aber mal gerade die Erze und alles hier oben raus. Das normale Kohle, die kommt gleich mit rein unten noch. Flint kommt auch raus. Und Dirt sowieso, Pfeile auch. Fackeln und Lapis kommt hier vorne rein. Ihr seht's, da sind wir schon wieder ziemlich wenig. Oder haben wir ziemlich wenig. So, wir haben jetzt hier auch gleichzeitig wieder ein paar Stacks Redstone mit eingesammelt. Und den Minionstone behalte ich nochmal gerade. Ja, den Drill, den tue ich gerade wieder raus, weil wir sind jetzt erstmal fertig. Ja, wir können jetzt einfach nur warten, was passiert. Wenn das hier weiter schön durchgeheizt wird. So, die Stacks werden jetzt mal durchgeflext. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part. Ich warte jetzt, glaube ich, ein Weilchen wieder, bis ich mich schon erneut einlogge. Ich muss immer wieder Thumbnails machen. Für nebenbei, ich weiß gar nicht, was ich noch hier kreative Thumbnails machen könnte, weil... Ah ja, wir haben halt irgendwann jetzt alles schon mal fertig. Vielleicht da nochmal eins. Und dann... Da nochmal eins. Und ja, drüben beim Ofen ist eigentlich schon alles durch. Ist schon alles durch, glaube ich. Ich würde sagen, da könnte ich nochmal zwei Stacks Eisen oder so schmelzen zu Refined Iron. Dort hat jetzt ein kleines Weilchen. Bis er wieder anläuft. Aber naja, naja. So. Das Teil funktioniert wunderbar. Also es müsste eigentlich so viel rein wie rausgehen. Liegt so an der Geschwindigkeit von Mace Raider. Warum ist jetzt die Umdrehungszahl so niedrig? Das ist die Frage. Warum ist die so niedrig? Jetzt wird es ja noch niedriger. Liegt das echt am Strom? Ich glaube, das liegt am Strom. Dass der hier dann schon wieder fehlt. Aber eigentlich, ja, ja, haha. Gerade Nacht, ne? Da brauche ich mich nicht wundern, wenn die Kacke jetzt schon wieder übelst langsam wird. Egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss.